Willkommen zurück in der Fahrschule mit Rika. Was für eine egoistische Tante, denn mich erwähnt sie nicht. Aber ich sitze in der Fahrschule, du nicht, du kommentierst. Durch Bremsen zum Stehen kommen. Was bringen Sie, da, bringen du musst Sie das bremsen. Auto innerhalb des... Ruhe, bringen Sie das Auto innerhalb des Zielbereiches zum Stehen. So, das wollen die. Das, was du nicht kannst, wie wir eben alle gesehen haben. So. Also trotz, also wir spielen es auf der PS5 und es lädt aber ewig langsam. Okay. Hey, da muss ich nochmal hin. Ich weiß, ach so, ich soll ganz schnell hin und dann, okay. Du kannst ja auch schon vorher bremsen, musst nur innerhalb des Bereichs stehen bleiben. Okay. Schon vor dem Bereich bremsen, du musst in dem Bereich stehen bleiben. Okay, gut, sorry. Also im besten Falle bleibst du ganz am Anfang stehen. Ja, okay. Ich hab's nicht begriffen. Ich dachte, ich bin jetzt guck ich, das gucke ich mir jetzt aber an, wo du stehen geblieben bist, weil es wirkte noch, als wärst du so halb. Also ich hatte gedacht, ich bin zu langsam angefahren. Oh, aber da hast du aber mit dem Winterreifen. Da war das Spiel aber gnädig. Das ist mir doch egal. Ja, ich dachte halt, ich bin zu langsam angefahren, dass das Problem ist. Aber das gehört halt auch dazu. Ich hab halt nicht begriffen, dass ich nicht richtig reinfahren und dann bremse, dass der wirklich diesen, ab wann ich bremse, zählt. Und das habe ich nicht begriffen. Jetzt sind es bei 100 Metern. Ja, also länger. Bringen Sie das Auto. Du fährst eine längere Strecke. 100 Meter voraus, liegen im Bereich zum Stehen. Ja, alles gut. Du musst halt einfach bedenken, dass du dann ja auch eine höhere Geschwindigkeit hast. Ja, ja. Wenn du 9, bremsen willst. 9 Dings, okay. Ja. Soll ich dir so ein Rennoverall besorgen? Ja! Ja! Gefahrenbremsen kann ich noch. Ja, nur, das habe ich aber bis ums Verrecken habe ich Gefahrenbremsen bei mir geübt tatsächlich. Echt nicht. Dann habe ich das voll oft gemacht. Weil ich immer so Schiss davor hatte und dann meinte der den einen Tag, okay, passt, was wir jetzt machen? Wir suchen jetzt einen Platz und dann übst du das 10 Minuten lang. Ich habe 10 Minuten lang in verschiedenen Geschwindigkeiten, also wir haben klein angefangen, wir haben erst mit 30 km/h, bupp. Weil du hast ja auch, ich hatte Schiss vor diesem bupp halt. So, wir haben das erst bei 30 km/h, dann wollte ich auf 40 hoch, dann 50 hoch und wir haben das bis... Ich glaube, ich war bei 90 km/h, weil er meinte, jetzt wird's, dann tut's weh. Oder was heißt tut weh, aber ne, es zieht dann halt. Ich glaube, 90 oder 100 km/h habe ich dann Gefahrenbremsen geübt, damit ich auch lernen, oder ich wollte auch lernen, einzuschätzen, das kann ich, deswegen kann ich das heute noch, wie lange brauche ich dann wirklich, damit ich das mal sehe, wie lange brauche ich. Du weißt aber, dass das immer von Auto zu Auto ist, ne? Ja, gut, aber ich wollte mal... Dein jetziger Wagen bräuchte ein wenig länger. Eben, deswegen habe ich ja mal so mit den Abständen so Probleme. Aber ich habe jetzt ich habe jetzt ein Gefühl dafür bekommen oder entwickelt, dass bei einer Gefahrenbremsung du trotzdem halt noch ziemlich lange brauchst, bis du dann stehst. Mhm. Und das hat mir tatsächlich im wahren Leben schon ein paar Mal den Arsch gerettet, weil ich dann so rechtzeitig auf die Bremse und auf diese Gefahrenbremsung gegangen bin, dass ich, wenn dieser Rückstau war, dass ich da nicht drauf geknallt bin. Zur Info, Rika bremst grundlegend Gefahrenbremsung, denn sie drückt beim Bremsen irgendwie immer auch die Kupplung. Was ihre Bremsen ziemlich verschleißt. Weil sie auch nicht langwierig bremst, sondern immer sehr kurzfristig. Nein. Also Rika, wenn Rika aus der Entfernung für 200 Metern Auto sieht, das bremst... Weil ich weiß, dass der Meter, bis ich da bin, das ist das Ende.
Das ist aber nee, bei 200 Metern, bei 50 nicht. Nee, bei 50 aber Rikard geht dann trotzdem schon auf die Kupplung und bremst, also lässt den Motor nicht mitarbeiten, muss also alles die Bremse und ihr Bremsbelag machen. Deswegen hast du so einen hohen Verschleiß dabei. Deswegen brauche ich alle zwei Jahre eine Bremse. Deswegen sollte man ja auch eigentlich, wenn man sieht, dass hinten einer bremst, entweder erstmal nur vom Gas gehen und nur den Fuß leicht auf der Bremse halten, damit der hinten sieht, dass du langsamer wirst. Und du kannst dann immer noch langsam werden, wenn du merkst, okay, jetzt kommt der Motor in die Bedenken. Ja, dann aber ich hatte halt auf Autobahn schon mal ein paar bremsliche Situationen. Jetzt habe ich nicht gelesen, was ich machen soll. Bremsen auf 200 Meter, dasselbe Spiel. Jetzt. Nee, es war zu früh. Was? Oh, es ist nicht zu früh gewesen. Wie oft willst du das Ding jetzt noch neu ausrichten? Ja, weiß ich nicht. Da schiebe ich die ganze Zeit durch das ganze Gebremse, schiebe ich das. Bremsen ist Schiebung. ich bremse dadurch, dass ich das Ding wegschiebe. Guck mal, wie gut die Zeit. Du hast 14 Sekunden gehabt. Ja. Und genau dann, wo ich dir gesagt habe, jetzt. Ja, aber ich dachte, pass auf, guck mal, wo ich stehe. Ach so, okay. Ich dachte, ich stehe halt mit dem halben Auto noch hin. Ich dachte, ich schaff's nicht. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Hm? Guck mal auf die Pylonen jetzt in der Wiederholung. Ja, warte. Und ab da, wo du gebremst hast, siehst du eine bestimmte Farbe eines Pylons. Echt jetzt? Na, du hast erstens eine Entfernungsangaben. Ja. Bei Blau habe ich angefangen. Nee, bei Weiß hast du angefangen. Weiß, okay. Aber auf jeden Fall bin ich voll drin. Beim ersten Versuch Gold, mein Schatz. Yay, Stufe 5. Whatever das bedeutet. Was jetzt? Ich habe nicht gelesen. Rika, ich habe gerade das ausgemacht und gehe zum nächsten. Fahren Sie 200 Meter mit einem schnellen Auto und bringen Sie es zum Stehen. Ja gut. Also noch früher bremsen. Ja, wobei, kommt drauf an, wenn es so ein Hochleistungswagen ist, wie den seine Bremse aussieht. Ja, gut, wahrscheinlich gut. Eigentlich müsstest du die Sachen ja immer fünfmal machen, damit du es wirklich lernst. Kann das sein, dass du die Bremse losgelassen hast, weil du dachtest, du landest nicht mehr? Nein, ich dachte, ich stehe schon, ist der scheiß Auto weitergelaufen. Okay. Nein, ich stand eigentlich drin, ich hatte auch gerade ganz zehn. Weit vorm weißen Pylon musst du anfangen. Ja, ich hab nicht gemerkt. Ich dachte, ich für mich, mein Gefühl stand ich schon. Und dann habe ich aufgehört, auf die Bremse zu drücken. So passieren übrigens Auffahrunfälle. Naja, in meinem Auto wäre mir sowas nicht passiert. Da merke ich, wenn ich wirklich nicht, wenn ich noch rolle. Man sieht es da auch. Ja, eben. Und das fehlt mir ja jetzt irgendwie. Eigentlich nicht. Ist das auch, kannst du das ja im VR spielen? Ja, nee. Ich weiß nicht, warum nur mir das schlecht wird, aber... So, warte mal. Fahren Sie mit Vollgas durch eine Kurve. Okay. Und bleiben Sie schnell, indem Sie das nicht vom Gas gehen und sich auf dem Lenker auf das Lenken konzentrieren. Ja. Also einfach Gas geben und richtig Gas in die wegnehmen. Kurve rein. Ja. Nee, der meint ja Gas geben. Du fährst einen Roadster, also der wird jetzt nicht so. Nein. Bist du vom Gas gegangen? Du musst immer, danach trägt dich das Auto, du musst aber vorher ein Stück vom Gas gehen, ja? Und danach musst du bleiben. Und dann trägt dich das Auto langsam. Erfolg! Preisgeld Stufe 1 abgeschlossen. So, alles richtig gemacht. Wir sind so stolz auf dich. Gas geben du kannst irgendwie nicht! Du meckerst jedes Mal, wenn ich Gold habe, höre ich nur Gemecker. Beim ersten Mal war, oh cool, du hast Gold. Ich bin, und dann, ja, du hast Gold, aber eigentlich war das scheiße. Ich bin wie so eine asiatische Mutter, die auch sagt, nee, das geht noch besser. Ja, genau so. Die 1 reicht nicht, da ist noch ein Plus, muss da noch hin. Genau, du hast zwar Gold, aber guck mal, du hast nur ganz knapp Gold. Also, oh, du bekommst ein... Citroën DS Racing, oh schön. Den fahre ich nachher mal. So. Weiter geht's.
So, wenn sie denken, dass sie die Kurve nicht schaffen, werden sie langsamer. Also vom Gas gehen. Ja. Ich kann dann auch gleich, ach so, da gehe, glaube ich, selber direkt. Ah, jetzt hört man schön Französisch. Mhm. Aber es stimmt, wir haben letztes Mal die Grand Tour-Folge ja gesehen mit den französischen Autos. Franzosen bauen ihre Autos wirklich ein bisschen merkwürdig. Ich habe ja auch einen Franzosen. Und bei meinem sind die Fensterheber in der Mittelkonsole. Für beide Fenster. Ah. Warum? Ach so, ich werde es langsam. Okay, gut, dann muss ich nochmal bitte. Ach so, ich mach schon. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon. Nicht dein Diener. Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ja, da gebe ich mich jetzt mit zufrieden, mal kurz. Ernsthaft? Nein, okay, siehste? Ey, ganz ehrlich! Meine Mutter hat immer gesagt, eine 3 ist gut, aber es ginge auch besser. Ey, das waren die Anforderungen an mich. Das waren lustigerweise aber nur die Anforderungen an mich. Ja, ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Und you know, every Lenkbewegung bremst. Ja, ich muss lenken, ich fahre in eine Kurve. Nein, aber danach wieder rauslenken bremst halt auch. Ja, das war... Mich hat mein eigenes Auto irritiert. Ja. Ist okay. Ja, ist okay. Ich habe mich gerade echt von meinem eigenen Schatten erschrocken. Das kenne ich. Das hast du öfters. Ja, pass auf, der hat ja Autopilot an und dann lässt der los. Und dieses Loslassen, dieses Knacken, dass ich dann das Steuer habe, damit komme ich gerade irgendwie nicht klar, weiß ich nicht. Du fährst ja auch einen Volkswagen. Ja, der liegt auch sehr beschissen in der Kurve, ehrlich gesagt. Gehst du vom Gas? Nein, ich gehe nicht vom Gas. Das ist das Problem. Das ist ja das, was dir diese Lektion beibringen will. Jetzt habe ich immer noch Bronze. Das ist das, was dir diese Lektion beibringen will. So. Gehen Sie mal kurz vom Gas. Mach ich. Doch nicht direkt am Anfang. Deswegen sage ich ja, mit Silber muss ich mich jetzt hier, glaube ich, zufrieden geben. Nein. Boah, Alter, ey. Gas geben, in die Kurve rein, dann in der Kurve das Gas loslassen. Nein, in der Kurve darfst du nicht bremsen, oh mein Gott. Ich gehe auch nicht von Bremsen, ich gehe von Gas loslassen. In der Kurve bremsen. Siehste, ich hab's gemacht. So, hast du nicht, du hast mit mir geschimpft während dessen, hast du es ganz bestimmt nicht gemacht. Und wenn man nur kurz vom Gas geht... Wenn ich kurz vom Gas gehe, in der Kurve, weil du nicht checkst, wann du vom Gas gehen sollst. Ey, Alter. Also ich habe das in fucking 8 Sekunden geschafft und du bist einfach nur damit nicht zufrieden. Wir hätten längst weitermachen können. Ich will da überall Gold sehen. Weißt du was, ich setz dich hier gleich hin. Ja, ich weiß. Ich meine, ja, so sollte man mit einem VW umgehen, aber... Ach so, warte, ich drück schon. Ich drück schon. Du bist nicht meine Schlampe. Anscheinend schon. Du weißt, dass wir sehen, wenn du voll aufs Gas drückst, ne? Nee. Da gibt's Anzeigen. Ich finde das so geil, dass du das immer noch durchlässt. Hm? Ach so, mit Bronze. Das ist viel... Nein, du checkst... Jetzt, du hast mir selber beigebracht oder immer wieder gesagt, nicht in der Kurve Gas geben. Du gehst vom Gas vor der Kurve und kommst in die Kurve rein und gibst Gas. Nein, du musst mit Gas in die Kurve, vom Gas runtergehen und dann aus der Kurve wieder mit Gas raus. Alter, wer hat hier Drifttraining gehabt? Du oder ich? Ja, bringt ja viel. Guck! Oh, fucking... Ja, ich habe aber nicht das...
bin wie so ein beschissener, unangenehmer Trainer, der sagt, nee, da geht noch mehr. Das hab ich jetzt aber mit meiner Technik hingekriegt. Red dir das ruhig ein. Ja. Du kannst das ja nachgucken, kannst ja sehen, wo ich gebremst habe. Das hat jetzt das funktioniert, was die ganze Zeit nicht funktioniert hat. So, kommen wir jetzt. Was ist es denn jetzt das nächste Mal? Ich bin schon wieder klatschnass. Kontrollierte Geschwindigkeit in zwei Kurven. Okay. Kontrollierte Geschwindigkeit mit dem Gaspedal. Ja, ist okay. 12 Sekunden habe ich Zeit. Ich bin halt wie so ein Arschloch-Trainer bei so einem Boxer, ja? Oder so. Ja, ja, so. Noch einen drauf, noch einen drauf. Los, Spinnenschmerz, Seierschmerz. Weitermachen, weitermachen. Du musst unter eine Sekunde von Gold kommen, sonst akzeptiere ich das nicht. Ich habe gewisse Ansprüche an dich und die musst du einhalten. Und schön aus der Kurve raus, schön eng. So liebst du es doch. Und du bist gescheitert. Warum? Ach so, weil ich zu langsam war. Okay, ja gut, ich musste erstmal gucken, was er von mir will. Komm, ein Audi, ein TT. Müsste eigentlich jetzt reichen. Nee. War aber ganz knapp. Das ist fast. Da wollte ich zu viel. Ja, ja. Ich wollte zu viel. Und jetzt schön in der, im Gas bleiben in der Kurve. Siehst du ja, der ist immer noch schneller. Du gehst halt anfänglich vom Gas. Ich gehe dann vom Gas, wenn der sagt bremsen. Und da bremse ich ja noch nicht mal. Jetzt schön durch. Ja! Ja, aber es ist nicht eine Sekunde unter Gold. Ja, dann nochmal, dann nochmal. Eigentlich darf ich jetzt nicht aufhören. Du hast das mit einer Sekunde. Ja, weil du so tust, als ob. Du bist immer diejenige, die groß rumkämpft. Ah, ich kann ja Auto fahren, da bin ich hier ganz so groß. Oder oh, das ist das Einzige, was ich kann. Ja, kann ich auch. Naja, aber... Regulieren Sie Geschwindigkeit durch Loslassen des Gaspedals. In Kurve 3. Ja. Also hier ist es jetzt wirklich so, dass du jetzt quasi wieder vom Gas musst. Ja. Vor allem loslassen, nicht bremsen. Ja. Also das, was ich eh immer gerne mache. Mazda Valenza. Ja, ich muss erstmal gucken, wie die das ist Kurve ja was Rika sowieso gerne mal machen würde, auf so einer Strecke fahren. Mit einem Auto, was das auch kann. Wir haben einen C3 oder einen C-Elysée. Das ist jetzt... Ja, ich weiß, aber ich wollte erstmal gucken, wie die Kurve ist. Das sind jetzt nicht die Autos, die für solche Strecken geeignet sind. Nee. Meiner sieht aus wie so ein verkappter... Opel Kombi? Nee, so Opel ein alter Coupé. Mercedes. Oder ein älterer Mercedes. Oder ein älterer Audi, so ein Stufenheck-Limousine. Da quietscht aber ganz schön was. Ja! Aber, also das wollen wir uns jetzt mal angucken. Jetzt mal Nachentscheidung, wie beim Fußballspiel. Hat jetzt nicht so ausgesehen, als hätte nee, ich doch da aber was das ist 4-3, das ist unter, ich weit weiß. Unter dem. Guck, der hat sich ziemlich jetzt nach draußen getrieben. Ja, ja. Und dann hier dieser Fahrfehler. Ja. Soll ich noch einmal? Ach Gott. Okay. So ohne Fahrfehler? Ja.
Mhm, okay. Genau, noch eine Kurvengeschwindigkeitskontrolle. Du siehst, am Ende wird sie ja ziemlich stark, da musst du dann auf jeden Fall vom Gas runter. Mhm. Du kannst übrigens auch selber bestätigen, Entschuldigung, immer. Ich hab gedacht, der ist ein Lädt noch. Ja, komm. Das dürfte doch. Ah. Nee, ne? Bronze, gerade zu. Ja, gut, dann mach mal. Ich mach schon. Du hast mich die ganze Zeit drücken lassen. Man arbeitet sich ran. Ja. Oh, 400stel. Mhm. Naja, sagen wir mal 500stel. Fährst ein Renault. Vegan. Mhm, deswegen klappt das nicht. Ja. Yo, ja, ja. Ja, 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 das hört sich an, als sollte er so. Ja. Nein, mach nur einmal, aber das nehme ich. Warte, aber der ist gespeichert, der Rekord, ne? Aber das ist natürlich geil. Nee, das... Nein, scheiße, ich wollte das doch mal machen. Fick. Ich muss gleich nochmal eben zurück, aber wir können jetzt die Punkte schon mal aufnehmen. Aber das ist natürlich... Ich hoffe jetzt, das hat funktioniert. Dass es geklippt hat. Ja. Das musste ich klippen. Warte. Ich guck kurz. Moment. Nein, ich mach das nochmal. Fahr du deine Strecke, ich muss jetzt kurz gucken. Ich muss das nochmal. So. Warte, ich muss mich kurz zurechtfinden. Mach du in Ruhe. Nee. Ich bin zu langsam, okay. Das sieht gut aus. Ja, aber so bin ich wenigstens nicht. So habe ich es vernünftig jetzt gemacht. So, jetzt machen wir kurz. Warte. Da will ich hin. Da will ich hin. Ach, das war ja Schiebung. Marc ist da. Hallo Marc. Ein Spieler. Warte, Ruhe. Das war Rikas Gold. Ja, das hört sich an, als sollte er so. Ja! Das nehme ich! Nein, mach nur einmal. Das wird zu Twitch-Clips geschickt. Das ist so geil! Also, ich habe einfach Gott bekommen, dem ich. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Was musst du dir vorher angucken? Ich muss gucken, wie ich da aussehe. Nee, das ist mir scheißegal. Teilen. Oh, scheiße, ey. In die Zwischenablage. Mein Bett. Warte. Es geht gleich weiter. Ich hab's gleich. So. Genau, ja. Die nächste war viel hübscher. Also die jetzt. Ja, die Strecke war hübscher. Ja, das stimme ich dir zu. Hi, Marc. Weil die einen Ticken langsamer war, ist sie... Ja, das meine ich. Ja. Ich wusste nicht, ob ich dir Bescheid geben soll. Ich habe jetzt doch einfach mal geschrieben, ob sich das interessiert, wie Rika fährt. Genau. So.
So, weiter geht's. Ja, du kannst selber steuern, ach, immer noch. Verzeihung. Aber das sah, ja. Das war mega und er hat es einfach genommen, weil ich einfach durch diese fucking, obwohl ich halt wirklich, ich habe gegen alles verstoßen. Diskutation, ich bin aus der Strecke geflogen. Ich verstehe das überhaupt nicht, aber gut. Twitch-Clips. Ach, tust du das jetzt schon? Nein, ich pack das hier in unseren... Achso. Meilenstein erreicht. So, 13 bitte. Achso, warte, ich kann selber. Ach, echt, die Frau kann selber steuern. Bitte. Bin fahren überrascht. Sie nach Verlangsamung in die Kurve ein. Fahren Sie nach Verlangen. Da steht Verlangsamung. Ja, ich weiß, aber du hattest so ein Verlangen. Achso. Was machst du da? Meine Füße abkloppen. Eintrainieren oder was? Ja. Nee, das geht wirklich auf den Fuß. Oh, ich krieg immer, das ist immer so ein Boppel, wenn du dann... Ja, kommst du noch vorm... Nein, komm ich nicht. Gleich wieder für alle da. So. Jo. Und Silber. So, jetzt bin ich wenigstens bei Silber. Ich habe jetzt schon mal was. So. Marc, sind wir mit Silber zufrieden? Nein, sind wir nicht. Wir müssen eine Sekunde unter Gold haben. Ganz knapp. Ganz knapp. Nein, natürlich nicht. Das ist wieder die 10 Uhr Rika, die langsam kommt. Die wird immer unhöflich zur Community. Naja, da war etwas Wut im nicht Spiel. Jeder kann einen Ford Mustang fahren. Ist das jetzt einer? Ja. Ernsthaft? Ja. Ja, sag das doch. Den muss ich ja auch anders fahren. Ja, fuck it. Oh, noch Bronze. Ja. So unangenehm. Ja. Ich weiß gleich mal selber. Bremst du oder? Ich habe gerade kurz gebremst, aber nur ganz kurz. Nee, aber ja, in der Kurve hast du gebremst. Das habe ich ja gesehen. Aber da, wo Bremsen stand, habe ich auch kurz auf die Bremse gedrückt. Und als er nicht mehr stand, dann hast du danach wieder aufs Gas? Ja. Okay. Aber der braucht halt so lang. Das ist mein Problem. Ach, so ein doofes Muscle-Car. Und der liegt halt beschissen in der Kurve. Vielleicht solltest du nicht direkt hart aufs Gas wieder springen. Ja. Nach dem Bremsen. Nein, das ist gar nicht das Problem, das Bremsen ist. Das nein, das hat man eben nicht gesehen, dass sich das Gasgeben rausgetrieben hat. Marc, Tipps vom Profi. Nein, es ist wirklich so. Das Gas, das Bremsen war das Problem. Genau wie jetzt auch.
finde das nur so geil, dass er das immer noch nimmt, obwohl das eigentlich jenseits allem ist. Naja, der hat halt eine lange Grenze anscheinend. Wobei bei den ersten Prüfungen stand drin, wenn du von der Strecke abkommst, ist gescheitert. Bei demnach könnte ich ja auch das hier machen. Ich mache das jetzt einfach einmal. Also und dann halt so verhalten. Das also, war jetzt wie, Fast and Furious. Ja, ja. Nur die Familie. Aber du verstehst, was ich meine, ja. Ne? Jetzt streng dich mal wieder an und konzentrier dich. Guck mal, wie geil du rauskommst. Guck mal. Einmal konzentriert, die Frau. Ich brauche die. Das Spiel sagt dir doch, dass du im dritten Gang durch die Kurve sollst. Was wollte mir das denn aufgesagt? Jetzt mal ernsthaft, was mir das denn das Spiel sagt? Naja, es stehen da noch ein paar Infos. Ich lese die nicht. Ich mach schon. Um es zu vermeiden, müssen sie... Was? Ja, mach mal, wähl aus. So. Arbeiten Sie am Anschluss an Lektion 13, das kurz zu bremsen. Diesmal dienen Ihnen die Markierungstafeln neben der Strecke als Orientierung für den Beginn des Bremsvorgangs. Bremsen Sie sich immer ein, ab welchem Punkt und wie lange Sie beim letzten Versuch gebremst haben. Nutzen Sie die Randsteine, Leitplatten, Schilder und weitere Orientierungspunkte der Strecke zum Vorteil. Wählen Sie die Bremsmarkierung. Wählen Sie eine Bremsmarkierung aus. Was will er denn jetzt genau? Naja, du hast an der Seite der Strecke hast du zum Beispiel Schilder, Pylonen, Infos. Merk dir, wo du gerade dann bremst, wenn es nicht funktioniert. Und probier an einem anderen Punkt als Orientierungspunkt zu bremsen. Du kannst es natürlich auch nach Gefühl machen, wie viel Erfolg das aussieht. Ist dann eher Zufall. Also guck, du hast ja hier oben die Tafeln. Jetzt bei 100, 50 zum Beispiel. Es wird zu langsam sein. Ja. Aber okay, ich bin 14, 13, 2 Bosch. Du bist ungefähr bei 100 gebremst, wenn du das an dir vorbei warst. Ich würde sagen, mal probier mal bei 50. Nein, ich habe einfach zu stark gebremst. Und jetzt habe ich zu schwach gebremst. Das war Satz mit X. Das war nix. Was für diese Probe ist so dumm. Bleib rein! Ja. Nein, ich habe da jetzt einmal jetzt zu hart und einmal zu wenig, auf gut Deutsch gesagt. Mach 20 Mal falsch, bis du einsiehst, dass du es vielleicht anders machen solltest. Was habe ich überhaupt für ein Auto? Sag ich dir gleich. Ein Auto, was zu langsam ist mit deinem Steuern. Du fährst einen Bugatti Veyron. Ja, die ging doch beschissen in der Grundsätze. Ja, weil du das weißt. Ja, na klar. Immer diese klugscheißer Mensch. Da, sie starb. Du musst vorsichtig fahren, der Mann hat dir einen Unfall gemeldet. Jetzt grünes Licht, du darfst wieder fahren, der Unfall ist wohl vorbei. Der arme Fahrer, überleg mal, du säßt da drin. Ja, klar. Nein.
Ja. Ich sehe das. Ich höre es nicht, aber ich sehe es. Ah, irgendwas hat gepiepst. Danke, Phonetic Fag. Wo kann ich das nochmal machen? Ah, komme ich den jetzt raus? Ja, roll doch einfach zu Ende. Ja, weil er überhaupt nicht... Er steht komplett schief. Danke. Du hast da auch Pause. Wo denn? Danke dir. Danke. Vielen lieben Dank für dein Follow. Noch einer. Noch einer. Da muss Mark Sixter mitmachen. Nein! Ficken! Weiß Rika, dass der Bugatti über 1 Million kostet? Ja! Aber warum ist kein Bugatti auf einer Rennstrecke verdient, zumindest bei der Formel 1? Ich bin den anderen, glaube ich, aber ja, warum auch nicht. Sollten die denn Formel 1? Die haben ja so schon nee, jede Menge. Aber die sind auch bei den anderen Autorennen nicht mehr. Warte, ich mach's jetzt. Thank you. Oh Gott. Oh Gott, das fühlte sich eklig an. Ja? Bei 100 Follows gibt es bei uns eine Singstar-Party. Das wird sehr lustig, weil ich andere Leute dazu zwinge, zu singen. Nee, du musst einmal mitsingen. Tatsache musst du mitsingen. Kann ich kurz eben eine Fußpause machen? Mein Fuß tut nämlich gerade wirklich weh. Wie spät haben wir es denn? Warte, ja, machen wir in der nächsten Folge, ne? Nicht wundern, es geht gleich weiter. Ich bin nur zu voll zu schneiden. Ich mache Folgen für YouTube. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Mal gucken, ob Rika ihre Nemesis dieser Kurve und den Bugatti beherrscht. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 3 Sekunden. Oh, geil.